Moin Leute, Moizi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein paar News für Season 11 für euch am Start. Wir reden heute über die nächste Waffe, welche den Namen KSMG trägt, Skins für Ashe und den Battle Pass und die nächste Care-Paket-Waffe. Und wir beginnen heute mit der KSMG. Die KSMG gab es bereits in Titanfall und in Apex wurde sie als erstes bereits im November 2019 entdeckt. Nun ist sie quasi offiziell für Season 11 bestätigt, da sie im letzten Trailer für Season 11, welcher Donnerstag rauskam, gezeigt wurde. Die KSMG ist, wie der Name schon verrät, eine Maschinenpistole und sie wird leichte Munition gebrauchen, jedoch wird der Munitionstyp auch auf schwere Munition umschaltbar sein. Mit leichter Munition wird die K etwas schneller schießen und mit schwerer Munition etwas langsamer schießen, aber dafür eben mehr Schaden machen, was auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden könnte. By the way, falls das jemand von euch noch nicht gemerkt hat, ist die KSMG die erste leichte Waffe, die nach dem Release ins Spiel gebracht wird, denn alle anderen jetzt verfügbaren leichten Waffen waren vom Start an direkt im Spiel. Aber wie dem auch sei. Als die Waffe das erste Mal gesichtet wurde, wurde auch herausgefunden, dass der Rückstoß relativ leicht ist, also auch relativ leicht zu kontrollieren ist. Ob sich das Ganze noch ändert bzw. schon geändert hat, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es so bleibt und der Rückstoß leicht zu kontrollieren sein wird. Das waren soweit aber auch schon alle Informationen zur zukünftig neuen Waffe der KSMG, welche wie gesagt eben schon in Season 11 kommen wird. Als nächstes haben wir legendäre Skins für Ashe, welche von einem englischsprachigen YouTuber stammen. Den Link zu seinem Kanal packe ich euch selbstverständlich in die Videobeschreibung. Hierüber haben wir als erstes diesen Skin. Dieser Skin ist, denke ich, nicht ganz fertig, denn er ist eigentlich nur weiß mit ein paar goldenen Stellen und so kann das, denke ich, nicht bleiben, auch wenn es gar nicht mehr so schlecht aussieht. Der zweite legendäre Skin für Ashe ist verglichen zum anderen, denke ich, schon fertig und sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Wie gesagt, sind diese Skins legendär und vermutlich sind es auch die Standard-Skins von ihr. Es gibt jedoch noch einen weiteren, auch sehr coolen legendären Skin für sie, dieser wird aber vermutlich als Bundle kommen oder eben im Starterpaket für Ashe erhältlich sein. Abgesehen von den Skins für Ashe wurde auch noch dieser Skin für die Brawler gepostet und es heißt, dass dieser Skin der Battle Pass Skin für Level 100 oder eben Level 110 sein wird, das ist noch nicht ganz klar. Er sieht, finde ich, auf jeden Fall ziemlich speziell aus, aber ist für mich nicht allzu besonders bzw. nicht allzu nice, auch wenn es ganz cool wäre, wenn ein Battle Pass Skin für die Brawler kommt. Das war's soweit mit den bisher bekannten Skins, nun gibt es noch eine weitere interessante Info und zwar scheint die G7 die nächste Care-Paket-Waffe zu werden. Dafür wird dann höchstwahrscheinlich die Triple Take zurück in den Bodenloot kommen. So, und das waren soweit alle Infos für heute. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall war, dann lasst mich auf jeden Fall gerne mit einer Bewertung oder Feedback in den Kommentaren wissen und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr so von den ganzen Sachen für Season 11 haltet. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Außerdem könnt ihr auf jeden Fall gerne noch ein kostenloses Abo dalassen. Es würde mich sehr freuen und auch sehr supporten und für euch würde es sich sicherlich auch lohnen. Aber ja, somit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuende schauen des Videos und hoffe somit, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, macht es gut, bis dahin und ciao!